Für Amstetten stehen die Wochen der Wahrheit an, denn mit dem GRK Horn und St. Pölten kommt es noch vor der Winterpause zu gleich drei Duellen mit Titelrivalen. Aber auch beim GRK passt nach dem 1:0 über die Wiener das Stimmungsbild. Mit Ex-Amstetten-Torjäger David Peham soll bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte der Sprung in die vordere Region gelingen. Nach einem beiderseitigen und längerem Abtasten nimmt dann Meier erstmals Fahrt auf. Schobesberger, dieser strauchelt, Weichselbraun übernimmt und wird von Jovicic zu Fall gebracht. Wenn es ein Musterbeispiel für einen Elfer gibt, dann wäre das wohl ein sehr passendes. Eine leichte Entscheidung für Schiedsrichter Talic. Kein Foul gegen Schobesberger und Jovicic lässt seine Routine gegen Weichselbraun gänzlich vermissen. GRK-Trainer Messner und Kontrahent Fallmann von Amstetten blicken dem Elfer von Peter Czernek mit logischerweise gemischten Gefühlen entgegen. Und beinahe ist Torhüter Meierhofer da dran. Dennoch jubelt mit Peter Czernek, ein Ex-GRK-Spieler, gegen den GRK. 1:0 für Amstetten nach 23 Minuten. Die Steirer finden keinen Zugriff auf dieses Spiel. Torschütze Czernek per Kopf zu Deinhofer. Meier übernimmt, setzt eine Verdachtsflanke und findet mit Feiertag auch einen Abnehmer. 2:0 für Amstetten nach 29 Minuten durch Stefan Feiertag. Die zuletzt so stabile Defensive des GRK bröckelt ordentlich. Trotz der Warnungen von GRK-Trainer Messner vor den Stärken der Niederösterreicher über die Flügel findet sein Team kein Gegenrezept. Meier mit dem Doppler mit Leimhofer. Wieder Meier. Wieder ist Feiertag sein Abnehmer, aber dieses Mal ist er nicht so glücklich im Abschluss wie beim Treffer zuvor. Schlechte Zuordnung erneut in der Grazer Abwehr. Die Steirer beinahe mit Gegentreffer Nummer 3. Unmittelbar vor der Pause kommt dann doch auch der GRK, bezeichnet durch eine Ecke einmal zu einer Offensivmöglichkeit. Jager mit dem zweiten Ball, aber der Kapitän hilft auf der Linie aus. Lukas Deinhofer sorgt dafür, dass sein Torhüter Elias Scherf in den ersten 45 Minuten damit gar nichts zu tun bekommt. Amstetten führt völlig verdient mit 2:0 und der GRK wechselt dreimal. Das bringt tatsächlich sofort neue Dynamik ins Spiel des GRK. Lindl mit dem Auge für Eloschwili und da ist er, der Anschlusstreffer. Nach 52 Minuten sorgt die zweite Torchance für das 1:2 aus Sicht der Gäste. Joker Eloschwili sticht. Und jetzt ist es ein völlig anderes Spiel. Nun hat der GRK alles unter Kontrolle und läuft Sturm auf den Ausgleich. Lang und dann schlägt im Zentrum ausgerechnet David Peham zu. 57 Tore hat in 104 Spielen für Amstetten erzielt. Nach einer bisher durchwachsenen Saison trifft er natürlich an alter Wirkungsstätte. Zum dritten Mal in dieser Saison zum 2:2. Der GRK lässt nun aber nicht locker. Freistoß Lindl. Rusek und der Ball ist im Tor und der Kapitän am Boden. Der Treffer wird wegen einer fragwürdigen Abseitsentscheidung aber aberkannt, während Markus Rusek nach dem Zusammenstoßen mit Torhüter Scherf behandelt wird und dann glücklicherweise weiterspielen kann. Der GRK dominiert weiter, ohne aber zu einem weiteren Treffer zu kommen und muss in der 93. Minute sogar noch um den Punkt zittern. Freistoß für Amstetten. Czernek und Jakob Meierhofer mit einer Großtat in letzter Sekunde. Eine gute Hälfte GRK plus eine gute Hälfte Amstetten bedeutet am Ende ein 2:2. Seit 19. August wartet man nun auf einen vollen Erfolg vor eigenem Publikum. Damals wurde der KSV bezwungen. Heute ist mit den jungen Violetten wieder ein Gegner aus den unteren Tabellenregionen zu Gast. Aber der hat die erste Chance des Spiels. Weiter Einwurf von Leonardo Ivkic, der Ball landet über Umwege bei Fischerauer und der zieht einfach ab. SKN-Goalie Franz Stolz ist aber nach 3 Minuten bereits hellwach. Wir sind immer noch in der Anfangsphase und sehen einen kontrolliert vorgetragenen Angriff der Niederösterreicher, der die jungen Violetten aber sowas von am falschen Fuß erwischt. Der SKN kann die Aktion in aller Ruhe fertig spielen. Luis Hartwig muss sich bei seinem Treffer zum 1:0 wie im Training vorkommen. Für den 19-jährigen Deutschen ist es Saisontor Nummer 4. Nach einer knappen Viertelstunde überfordert diese Spielverlagerung wieder die Defensive der Violets. Und wieder sind wir Zeuge einer besseren Trainingseinheit der Niederösterreicher, die sich praktisch ungehindert durch den Strafraum spielen können. Und am Ende ist es neuerlich Luis Hartwig, der wenig Mühe hat, seinen zweiten Treffer in diesem Spiel zu erzielen. Und wir sehen zur Abwechslung wieder einen Angriff des SKN und wieder geht das alles viel zu einfach. Die Abwehr der Young Violets wird nach Belieben ausgespielt
Und mittlerweile kennen wir auch den Torschützen ganz gut. Luis Hartwig erzielt innerhalb von nur 17 Minuten einen klassischen Hattrick. Es geht munter so weiter, wobei diesmal die Austria den Ball unter Kontrolle bringen kann. Oder was? Florian Kopp lässt sich den Ball sehr einfach abnehmen, den Rest kennen wir. Neu ist nur der Torschütze. Jaden Monter erhöht nach nicht einmal einer halben Stunde auf 4:0. Und das ist zugleich auch der Pausenstand. Die Wiener gehen jetzt zwar engagierter zur Sache, was bleibt, sind die Schwächen in der Defensive. Montner kann ungehindert in Richtung Strafraum spazieren. Sein Zuspiel landet bei dem in der Pause eingewechselten Lannes. Auch er hat wenig Mühe, 5:0 zu stellen. Gespielt sind 52 Minuten. Die folgende halbe Stunde können wir getrost überspringen und landen bei diesem Eckball für die Young Violets, den Timo Schmelzer ausführt. Und das ist tatsächlich die erste, aber auch einzige Torschance in Hälfte 2 für die jungen Violetten. Den Kopfball von Billy Cometio lenkt Torhüter Stolz gerade noch an die Latte. Das war es dann aber auch schon. Nach einer höchst einseitigen Partie beendet der SKN sein Heimtrauma. Die Wiener geht daheim gegen Vorwärts Steyr bereits nach 9 Minuten in Führung. Nach schönem Wechselpass von Daniel Luxbacher spielt Auer scharf zur Mitte und nützt ein großes Missverständnis in der Steyr-Defensive. Stefan Auer setzt nach und erzielt seinen zweiten Saisontreffer. Vorwärts Steyr immer wieder mit Fehlern im Spielaufbau, so wie hier. Über Sulzner und Itamar Neu kommt der Ball zu Nils Zartl, der mit einer Körperdrehung und ein perfekter Abschluss das 2:0 für die Wiener nach 19 Spielminuten gleichzeitig der Pausenstand. In Minute 63 wird Bumbic von Sosteritz nur halbherzig attackiert. Ein scharfer Pass zur Mitte und Daniel Owusu steht völlig frei. Die Liefering-Leihgabe erhöht in Minute 63 auf 3:0. Den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzt abermals Nils Zartl unter Mithilfe der Vorwärtsdefensive. Für Zartl der zweite Treffer im Spiel, für die Wiener der höchste Sieg in dieser Saison. Die jungen Hütteldorfer dominieren den höher eingeschätzten Gegner fast nach Belieben. Sie lassen wie in dieser Situation Ball und Gegner laufen. Am Ende sind es gezielte 37 Ballkontakte bis zum erfolgreichen Torabschluss durch Bosniak, das 1:0 nach 20 Minuten. Wenige Minuten später der zweite Treffer für die Grün-Weißen. Die ideale Flanke von Fallmann verarbeitet der starke Hedl zur 2:0 Pausenführung. Kurz nach der Pause trifft Hedl dann nur die Stange. Es ist einer von gleich mehreren Aluminiumtreffern der Hütteldorfer. Der Admira gelingt nur noch der Anschlusstreffer durch Schmid. Die Niederösterreicher halten weiterhin bei lediglich einem Auswärtssieg in dieser Saison. Auch das zweite Spiel in Wien endet mit einer Überraschung. Der FAC, der sich mit einem Sieg zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze hätte setzen können, unterliegt dem FC Dornbirn. Die beiden Treffer zum 0:2 und 0:3 Endstand erzielt Kerber jeweils in der Nachspielzeit. Weiter in der Erfolgsspur bleibt Blau-Weiß Linz. Beim vierten Sieg in Folge gelingen zum dritten Mal hintereinander 4 Tore. Gleich 3 davon gehen auf das Konto von Matthias Seidel.